Herzlich willkommen, mein Name ist Sven. Heute mache ich Tempeh Sandwich. Gewöhnliche Sandwich ist ein bisschen langweilig. Aber heute dieses Sandwich. Sehr interessante Gewürze und interessante Salat zusammen. Das ist mega lecker. Garantiert, so ein Sandwich du noch nie gehabt. So, machen wir anfangen. Das Lettuce, Gurken, Karotten ist für Sandwich und Salatbeilage. Zum Essen die Karotten und Rettich schälen und mit einem Sparschäler in lange, dünne Streifen schneiden. Salz und Pfeffer. Und 10 Minuten in eine Schicht ziehen lassen. Dann die letzte Flüssigkeit ganz sanft ausdrücken. Jetzt mache ich Gewürzmischung für Tempeh. Wasser. Yakon. Tamari. Limonensaft. Leuchte Paprikapulver. Alles zusammen vermengen. Ein bisschen Öl in Pfanne. Tempeh in eine dünne Scheibe schneiden. Jede Zeit ca. 2 Minuten grob abraten. Jetzt noch ein bisschen Ellerhefe dazu. Das Geschmack ein bisschen wie Käse. Weiter Salat fertig machen. Reisessig. Ein bisschen Salz. Und Pfeffer, Koriander, Pfefferminz, Tahini, und zusammen vermengen. Brot habe ich schon geschnitten, aber nicht durchgeschnitten. Zum Essen ein bisschen Mayonnaise. Mayonnaise habe ich selber gemacht. Rezept steht unten im Link. Für diese Rezept, Mayonnaise sollte ein bisschen fest sein. Wenn zu flüssig, kannst du ein bisschen mehr Öl dazugeben. Diese Mayonnaise ist so lecker. Ein bisschen Salat. Tempeh. Am Schluss noch ein bisschen Mayonnaise. Und Kräuter. Wow, so schön! Vegan auch kann man ein so schönes Sandwich. Dieses Sandwich ist unglaublich. Wenn ich nicht sage, dass es mit Tempeh gemacht, denkst du, wie eine mit Huhn gemacht.
Ooh, so cool. Mm. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.